Ich habe Schuhgröße 45. Mal zum Vergleich. Hier vorne sieht man schön den gegliederten Zünder und hinten auch den Führungsring mit den Narben und den Zügen im Lauf. Ich schätze mal so 12 bis 15 cm ist die dick. Der kleine Feldspaten. Hier habe ich ein deutsches Essgeschirr gefunden. Leider platt gedrückt, aber komplett. Hier nochmal ein Stück Stiefelsohle. Kleiner Beifund hier aus der Natur. Sieht aus wie eine Abdeckung vom MG-Gurtkasten. Wird es wohl nicht sein. So, das ist eine französische Flasche wieder. Hier oben steckt noch der Korken drin, mit dem Splint zum Rausziehen. Und hier nochmal eine deutsche Spielhandgranate Rest. Hier eine große Rolle Stacheldraht und so wie es aussieht noch ein Spieß dazu. Jawohl. Schade, ist fast durch. Das wäre ja schon schick gewesen. Liste einer Verpflegungsdose. Hier ist die Keramik, mit der man Strom geleitet hat. Da war die Strom in die Kabel drum gewickelt. Hier mit einer Schraube waren die fest. Hier sieht man das. Am Baum zum Beispiel. Und dann wurde da der Draht drum gewickelt. Ein zerschossenes Blech. Hier noch ein Rest. Ganz kleine französische Trinkflasche. Hier habe ich gerade noch einen Bodenspieß gefunden mit einer Schraube zum Bodenschrauben für Stacheldraht.